Jesus war unterwegs. Zum Passafest wollte er nach Jerusalem gehen. Leider konnte er kein Pferd finden und so ritt er auf einem Esel in die Stadt. Die Menschen jubelten Jesus begeistert zu. Sie hatten gehört, dass er Menschen heilen konnte. Sie wussten, dass er davon erzählte, dass Gott die Menschen liebt. Und deshalb bereiteten sie mit Palmzweigen und ihren eigenen Kleidern einen Weg, als er ankam. Und dabei riefen sie laut: Gelobt sei Jesus, der König. Andere aber ärgerten sich sehr darüber. Und die Priester waren gar nicht glücklich darüber. Irgendwie müssen wir diesen Jesus loswerden. Jesus ahnte das und er wollte noch ein letztes Mal mit seinen 12 engsten Freunden zu Abend essen. So nahm er eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch und begann seinen Freundinnen und Freunden die Füße zu waschen. Petrus war erschrocken. Was machst du denn da? Normalerweise machen so etwas die Diener. Jesus aber lachte und antwortete: Ich zeig euch, wie ihr miteinander umgehen sollt. Seid füreinander da und habt euch lieb. Dann setzten sie sich zum Essen. Jesus teilte Brot und Wein mit allen. Und er sagte: Das Brot ist mein Körper und der Wein ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und immer wenn ihr miteinander Brot und Wein teilt, dann bin ich bei euch und dann denkt an mich. So saßen sie alle beieinander und aßen, bis auf Judas. Judas war davongegangen. Er ging zu den Priestern und er sagte ihnen, wo sie Jesus finden konnten, um ihn zu verhaften. Dafür bekam er eine Menge Geld. Jesus und die anderen dankten Gott nach dem Abendessen und mit einigen von ihnen ging er anschließend in den Garten Gethsemane. Er wollte dort beten und er bat Petrus, Jakobus und Johannes mit ihm zu kommen und mit ihm wach zu bleiben. Er ahnte, dass er in Gefahr war. Jesus zog sich zurück und betete. Und als er zurückkam, waren Petrus, Jakobus und Johannes eingeschlafen. Er weckte sie auf, damit sie wach blieben, und ging wieder, um zu beten. Als er zurückkam, schliefen sie schon wieder. Und da erkannte Jesus, dass es ohnehin zu spät war. Denn Judas kam mit einer Truppe von Männern. Er ging auf Jesus zu, grüßte ihn und gab ihm einen Kuss. Das war das vereinbarte Zeichen. Ja, das ist Jesus. Da traten die Soldaten heran und verhafteten ihn. Seine Freunde hatten so große Angst, dass sie davonliefen und ihn allein ließen, als er weggebracht wurde. Was für eine schlimme Nacht. Petrus, ein guter Freund von Jesus, konnte nicht schlafen und ging deshalb durch die Stadt. Jetzt saß er am Feuer. Jemand sprach zu ihm: Sag mal, bist du nicht ein Freund von diesem Jesus? Petrus sagte: Nein, sicher nicht. Der andere: Ich bin mir aber sehr sicher. Petrus sagte wieder: Nein. Und da kamen noch mehr Leute, die wissen wollten, was los war, und sagten: Doch, du kennst ihn doch. Und Petrus hatte Angst und er sagte zum dritten Mal: Nein, diesen Jesus kenne ich nicht. In der Ferne krähte ein Hahn und Petrus wurde klar, dass genau das passiert war, was Jesus ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich überhaupt nicht kennst. Damals entschieden Verwalter der römischen Regierung, was mit Verbrechern geschehen sollte. Und so wurde Jesus zu Pontius Pilatus gebracht. Der aber wusste, dass Jesus eigentlich gar kein Verbrechen begangen hatte. Und er wollte selber nicht schuldig werden, indem er einen Unschuldigen verurteilte. Draußen waren eine Menge Menschen und Pilatus trat vor sie und fragte: Wollt ihr, dass ich Jesus von Nazareth freilasse, euren König? Oder soll lieber Barabbas freikommen, der Mörder? Und die Menge schrie: Barabbas, Barabbas! Ja, und was soll ich jetzt mit Jesus machen? Fragte Pilatus. Die Menge schrie: Kreuzige ihn! Und so sollte es geschehen. Jesus wurde verspottet, ihm wurde eine Dornenkrone aufgesetzt und er musste allein ein schweres Holzkreuz durch die Straßen der Stadt schleppen. Dort
wurde er zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Oben an sein Kreuz nagelten sie ein Schild, auf dem in drei Sprachen stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Unter dem Kreuz standen eine Menge Menschen, auch seine Mutter Maria, Freundinnen und Johannes. Und nach vielen Stunden wurde es ganz dunkel und Jesus rief: Es ist vollbracht. Dann legte er den Kopf zur Seite und starb. Wie es damals üblich war, kam Jesus in ein Felsengrab in der Nähe und sie rollten einen schweren Stein vor den Eingang. Dann begann der Sabbat, der Tag der Ruhe. Am nächsten Morgen ging Maria von Magdala mit zwei anderen Frauen zum Grab. Sie wollten Jesus besuchen und trauern. Doch was war da? Der Stein war weggerollt. Dort, wo Jesus lag, stand ein Engel und sagte: Jesus ist nicht mehr da. Maria machte sich große Sorgen. War Jesus gestohlen worden? Da rief jemand ihren Namen und sie erschrak fürchterlich und fragte: Hast du Jesus aus dem Grab weggeholt? Die Stimme sagte wieder ihren Namen und da erkannte Maria plötzlich, dass es Jesus war, der zu ihr sprach. Jesus, rief sie und wollte hinlaufen. Er aber sagte: Nein, anfassen darfst du mich nicht. Sag den anderen, dass ich lebe und zu meinem Vater gehe. Und das tat Maria. Sie lief zu den anderen und erzählte ihnen: Jesus lebt. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Das Grab ist leer. Jesus lebt.